Hallo und herzlich willkommen bei Female Power On, der Audioblog für Energiemanagement, Körperbewusstsein und Haltung im Innen und im Außen, speziell für Frauen. Ich erzähle dir heute, was die bioenergetische Kinesiologie ist und wie du mit ihr Blockaden lösen, Balance herstellen und deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst. Viele haben schon von ihr gehört und viele kennen sie vielleicht auch noch aus der Schule. Wir durften bereits in der Volksschule bei unserem Lehrer über Kreuzübungen machen und ein paar Einschaltknöpfe, wie unsere Lehrer sie nannte, bei uns selber drücken, damit wir wach und konzentriert waren. Ich habe es immer geliebt und ich habe dieses Bild von mir noch ganz intensiv mit vielen positiven Erinnerungen in meinem Kopf gespeichert. Wenn die kleine Sabine damals schon gewusst hätte, dass sie sich in diesem Bereich mal ausbilden lässt, dass diese Freude, die sie damals schon gespürt hat, eine Richtung für ihr Leben anzeigt. Im heutigen Artikel möchte ich dir erzählen, was die Kinesiologie ist und wie ich damit arbeite. Was ist die Kinesiologie? Im weitesten Sinne bedeutet Kinesiologie die Wissenschaft der Bewegung des Menschen. Kinesiologie setzt sich aus den griechischen Wörtern Kinesis für Bewegung und Logia für Lehre zusammen. Die Kinesiologie geht auf Dr. George Goodhart zurück. Dr. Goodhart kam aus dem medizinischen Bereich. Anfang der 60er Jahre fand er heraus, dass jeder große Muskel mit einem Organ in Verbindung steht. Er stellte außerdem noch fest, dass sich ein schwacher Muskel durch ausgleichende Arbeit an den Meridianen und den Akupunkturpunkten stärken lässt. Diese Erkenntnis war der Grundstein für die Kinesiologie und insbesondere auch für die energetische Kinesiologie. Das Ziel der Kinesiologie ist es, Schwächen in unserem Energiesystem aufzudecken und diese durch den ganzheitlichen Ansatz wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In den USA, Kanada und in Australien hat die Kinesiologie einen viel höheren Stellenwert als hier bei uns. In diesen Ländern gibt es auch Universitätsstudiengänge in Kinesiologie. Die verschiedenen Richtungen der Kinesiologie. Ich möchte hier nur ein paar Richtungen der Kinesiologie nennen und dann später noch im Detail auf meine Arbeit mit der bioenergetischen Kinesiologie eingehen. Touch for Health, gesund durch Berühren, wurde 1970 von John F. Tai aus dem Wissen der Applied Kinesiology entwickelt. Das zweite, die funktionelle Myodiagnostik, das war früher die Applied Kinesiology, darf in Österreich nur von Ärzten und Therapeuten ausgeübt werden, basiert auf der Arbeit von Dr. Goodhart. Hier wird der Muskeltest angewendet. Dann gibt es noch LEAP, also L-E-A-P, Learning Enhancement Advanced Program von Dr. Charles Krebs. Dr. Krebs ist Dozent für Gehirnphysiologie und Kinesiologie. Hier geht es um Gehirnintegration. Das ist der optimierte Zugriff auf Gehirnareale und deren Zusammenarbeit. Dann gibt es noch die neuroenergetische Kinesiologie, von Hugo Toba begründet. Er verbindet Wissen aus China neu mit dem Wissen aus Indien und vereint die Arbeit mit Meridianen, Akupressurpunkten, Chakren und Nadis zu einer neuen Methode. Dann die bioenergetische Kinesiologie nach Iris Lichtenberger, also die, in der ich ausgebildet bin. In der bioenergetischen Kinesiologie wird der Mensch ganzheitlich über körperliche, biochemische, emotionale und mentale Komponenten betrachtet. Der Muskeltest. Das Herzstück der Kinesiologie ist der Muskeltest. Er dient als Biofeedback. Der Muskeltest bringt Lösungsansätze an die Oberfläche, die der Selbstheilung dienen. Über den Muskel werden Reflexe, Akupunkturpunkte und Nerven aktiviert. Der getestete Muskel hat auch eine Verbindung zum Gehirn.
Im Gehirn fließen alle Informationen unseres Körpers zusammen. Durch unser Leben und die täglichen Belastungen, Stress, negative Emotionen, die wir festhalten, und durch falsche Ernährung schwächen wir unsere Energiebahnen. Das Ziel des Muskeltests ist es, die Bereiche herauszufinden, wo im Energiesystem ein Ungleichgewicht herrscht, um dort dann anschließend die Balance wiederherzustellen. Das Muskelmonitoring. Zu Beginn und auch weiterhin noch in anderen Kinesiologie-Richtungen wird die Kraft eines Muskels getestet. Das ist der Muskeltest. In der bioenergetischen Kinesiologie wird statt dem Muskeltest das Muskelmonitoring verwendet. Das Muskelmonitoring dient als Biofeedback-System, welches die ganzheitliche Integrität des Muskels testet und nicht nur die Kraft des Muskels, wie es beim Muskeltest der Fall ist. Der große Vorteil des Muskelmonitorings gegenüber dem Muskeltest ist es auch, dass die Klientin in einen Alpha-Zustand, das ist ein Zustand leichter Entspannung, gleiten kann und in diesem Zustand die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Beim Muskelmonitoring zeigt der Muskel entweder Stress an oder er bleibt stark. Anhand dieser Rückmeldung kann gezielt an den Ursachen im Energiesystem gearbeitet werden. Das Großartige daran ist, dass dein Körper durch das Muskelmonitoring genau sagt, was er braucht. So brauche ich nicht raten und dein Kopf entscheiden, was das Beste wäre. Dein Körper zeigt den Weg. Wie unterstützt die bioenergetische Kinesiologie? Das Muskelmonitoring zeigt an, wo im Körper Bedarf für die Herstellung der Balance entsteht. Die Kinesiologie ist das Berühren von Meridianpunkten entlang des Körpers. Diese Berührungen sind eine effektive Methode, Blockaden und Stressreaktionen abzubauen, Potenziale zu fördern sowie Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität zu verbessern. Die bioenergetische Kinesiologie nach Iris Lichtenberger ist eine der tiefgreifendsten, ganzheitlichsten und effektivsten Methoden der Kinesiologie, die alle Aspekte des Menschseins einbezieht. Die bioenergetische Kinesiologie verknüpft das Wissen verschiedener traditioneller Lehren wie dem Meridiansystem der TCM, den Chakren und Mudras der indischen Energielehre mit neuesten wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnissen über Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers. In der Kinesiologie gibt es viele hilfreiche Möglichkeiten, den Energiefluss wiederherzustellen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Der körperliche, emotionale, mentale und seelische Ausgleich des Menschen steht im Mittelpunkt. In dem Artikel über die Ebenen des Körpers erkläre ich im Detail, auf welchen Ebenen die Kinesiologie arbeitet und wie die Ebenen zusammenhängen. Ich verlinke den Artikel im Text weiter unten. Bei welchen Themen kann die bioenergetische Kinesiologie unterstützen? Die Themen und Bereiche, in denen die bioenergetische Kinesiologie wieder Gleichgewicht herstellen kann, sind so vielfältig wie der Mensch selbst. Eine kleine Auswahl davon sind Allergien, Ängste, Haltungsprobleme, Kiefergelenkprobleme wie Zähneknirschen und Knacken und Reiben der Kiefergelenke oder Zähnepressen, Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit und Antriebslosigkeit, motorische Fähigkeiten, Ohrgeräusche, Summen, Pfeifen, Stressabbau, Immunsystem, ganzheitliche Impfbegleitung, Unterstützung bei Long-Covid, Arbeit mit Glaubenssätzen und die Bewusstseinskinesiologie, das ist die Arbeit auf der seelischen, emotionalen und der mentalen Ebene. Und noch viele weitere mehr. Ablauf meiner kinesiologischen Einzelbegleitung. Die Kinesiologie ist ein Teilbereich meiner Arbeit. In der 1:1-Begleitung treffen wir uns online über Zoom oder persönlich in meiner Praxis. Nach einem kurzen Gespräch, in dem wir gemeinsam klären, wie ich dir konkret helfen kann, beginnen wir mit der kinesiologischen Arbeit.
Anhand des kinesiologischen Muskelmonitoring finden wir rasch die Ursachen in deinem Energiesystem und können anhand der vielen unterschiedlichen Balancen herausfinden, was dein Körper braucht, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Neben den kinesiologischen Balancen teste ich mit dem Muskelmonitoring auch, ob dein Körper die Unterstützung durch Bachblüten oder ätherische Öle benötigt. Konkrete Unterstützung mit der bioenergetischen Kinesiologie. Es macht durchaus Sinn, gezielt auszutesten, welche konkreten Balancen, so nennt man die vielen unterschiedlichen kinesiologischen Abläufe, die ich durchteste, dein Körper benötigt. Ich möchte dir heute trotzdem drei Dinge mitgeben, die du sofort für dich umsetzen kannst und die schon einen großen Unterschied für dich machen können. Es klingt vielleicht so einfach, dass du jetzt dann vielleicht nur müde lächelst. Aber ich möchte dir von ganzem Herzen empfehlen, diesen so simplen Gewohnheiten eine Chance zu geben. Wende sie 3 Wochen lang jeden Abend im Bett an, bevor du einschläfst. Am besten in der Reihenfolge, wie ich sie dir hier beschreibe. Wenn du möchtest, wende sie auch öfter am Tag an. Besonders die letzten beiden gehen super simpel auch immer wieder zwischendurch. In der Kinesiologie wird grundsätzlich nicht mit ätherischen Ölen gearbeitet. Die Öle sind aber in den letzten Jahren ein so wichtiger und unverzichtbarer Teil meines Lebens und auch meiner Arbeit geworden, dass ich dir immer auch ein Öl, das besonders gut mit diesem Punkt harmoniert und dadurch noch tiefer unterstützt, dazu schreiben werde. Wende die Öle auf den Punkten immer verdünnt an. Erdung, Beruhigung und ganz präsent sein. Der Akupressurpunkt Niere 1 ist auf jeder deiner Fußsohlen zwischen den Zehenballen. Lege jeweils deinen Daumen auf diesen Punkt und halte sanft. Ein gut harmonierendes Öl für diesen Punkt ist Vetiver. Emotionaler Stressabbau mit der Kinesiologie. Lege deine flache Hand auf deine Stirn. Auf der Stirn befinden sich 2 Punkte für emotionalen Stressabbau. Diese Punkte sind keine Akupressurpunkte. Halte deine Hand dort, solange es dir wohltut. Etwa 1 bis 3 Minuten wären abends sehr wohltuend. Harmonisierendes Öl für den emotionalen Stressabbau wäre Sandelholz oder Bergamotte. Und zu guter Letzt noch Ausgleich von zu viel oder zu wenig Energie mit der Kinesiologie. In der Mitte deines Brustbeins ist der Akupressurpunkt Zentralgefäß 17. Lege dort 1 oder 2 Finger sanft ab und halte. Ich liebe es, das abends vor dem Schlafengehen zu machen, besonders wenn ich innerliche Unruhe spüre oder noch viele Gedanken im Kopf herumkreisen. Harmonierendes Öl für diesen Punkt wäre Rose oder Rosengeranie. Und jetzt nimm dir ab heute jeden Abend für 3 Wochen Zeit, um dir selber das Geschenk deiner wohltuenden Berührung zu machen. Lass mich in den Kommentaren wissen, ob du es versucht hast und wie es dir damit gegangen ist. Und melde dich gerne bei mir, wenn du dir meine 1:1 Begleitung wünschst. Ich verlinke dir auch noch die Informationen zur 1:1 Zusammenarbeit. Über 5 Wochen, das ist das Release and Recharge Mentoring, wo wir uns innerhalb der 5 Wochen 3-mal jeweils 1 Stunde treffen. Alles Liebe!